Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Digimon Survive, Folge 7. Mit der ersten etwas längeren Pause für mich. Ich muss erstmal kurz wieder reinfinden, was nochmal alles passiert ist und so weiter. Aber das ist gar kein Problem, weil wir haben ja die ganzen schönen Profile, Status und so weiter. Beim letzten Mal ist ja unser neuer Tag angebrochen, wo wir einmal gesehen haben, dass Professor höchstwahrscheinlich, ja, tot, schwer verletzt, zurückgelassen, irgendwas ist. Während halt unsere beiden anderen Klassenkameraden Saki und Chuji fliegen konnten mit ihren wahrscheinlichen Digimon-Partnern, die wir schon mal ganz kurz gesehen haben. Und ansonsten waren wir mit der Rest der Truppe unterwegs hier in der Schule und aus und herum die Schule unterwegs, um nach Vorräten zu suchen, haben ein bisschen was gefunden. Und jetzt wollen wir mal im Klassenzimmer uns alle zusammenfinden, um alles zu besprechen, was das angeht. Es scheint etwas Essbares zu geben. Er sieht alles so lecker aus. Du sabberst, Agumon, das ist ekelhaft. Du sabberst doch auch, Labramon. Ist das nicht. Ist das nicht, ihr beiden. Und doch kann ich tiefer und weit Tiere hören. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn wir weiter weg von hier nach Essen suchen. Das ist unheimlich. Wir haben Wasser und Essen. Wenn es Gewürze oder einen Grill in der Kantine gibt, wir haben das Nötigste zum Überleben. Aber wird das wirklich reichen? So, sehen wir uns hier um. Hier sollte es in Ordnung sein. Was mit den anderen? Hä? Aber das wirklich reichen? Sehen wir uns hier. Warte mal kurz. Ah! Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Wo ich nochmal gerade unser Profil auch gesehen hatte. Kann ich hier Pause? Tatsache. Wir haben ja hier dieses System da mit Moral, Inbrunst, Harmonie und so weiter, ne? Also hier Rot, Gelb, Grün. Wo wir 8 Harmonie haben, 3 Inbrunst, 3 Moral. Aber was mir gerade mal auffällt, guck mal, wenn ich jetzt lange auf einen Dings drauf bleibe, dann wird die Farbe anders. Also hier, guck mal, sehen wir uns um, ist Rot. Das wird Gelb. Und das wird Grün. Also sprich, kann ich hieran sehen, was ich dann steige, mit welcher Antwort? Okay, ich sag mal so, wir haben ja schon mal ein bisschen Harmonie hochgebracht. Dann bringen wir noch ein bisschen Moral nach oben. Sehen Sie rum. Das ist rot geworden. Moral hat sich verändert. Ah, okay, da können wir also mal ansehen, welchen dieser Werte da unten wir hochbringen. Ich weiß noch nicht so genau, was die Werte genau bringen. Also vielleicht ist es für Story dann wichtig irgendwie, dass dann je nachdem welche Story-Entscheidungen kommen und so weiter. Ah. Ist doch besser lieber einen Wert hochzubringen. Ja, keine Ahnung, vielleicht, egal, wir werden mal sehen. Was ist das hier? Es gibt Essen. Was ist das hier? Komische Frage. Es gibt Essen und Trinken. Kein Strom, kein Empfang. Oh, Monster? Das ist alles so komisch. Das überlege ich auch schon. Wir müssen herausfinden, was für ein Ort ist. Wir müssen Hilfe holen. Kiu. Wo sind die ganzen Erwachsenen? Wir sind nicht so weit gegangen. Sie müssen hier irgendwo sein. Stimmt, wir sind hier aufgewacht. Aber die anderen irren vielleicht auch draußen herum. Wir haben den Weg zurück zur Schule gefunden. Wir sollten uns vorerst noch etwas umsehen. Freie Aktion. Huch, was kommt jetzt? Alte Schule? In Schwefel gibt es Situationen, in denen du eine kleine Auszeit hast. Die perfekte Gelegenheit, um nach deinen Freunden zu sehen und deine Zuneigungen auszubauen. In diesem Monat ist die Anzahl deiner Aktionen begrenzt. Du kannst also nicht alle besuchen. Oh, deine Aktionen werden oben rechts angezeigt. Zeigt die Zahl links 0 an Assistent abgelaufen. Nutze das Sprechsymbol, um zu entscheiden, wo es hingeht. Mit Leuten zu reden verbraucht eine Aktion. Wenn du dich mit urmarkierten Orten bewegst, verbraucht das eine Aktion. Oh, also selbst wenn ich mich dahin bewege, verbraucht das eine Aktion. Okay. Deine Zuneigung beeinflussen Kampfhilfsaktionen und sind wichtig für die Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, dir zu überlegen, wem du näher stehst, wenn du deine Aktion planst. Oh. Okay. Sollte besser mit allen hier in der Schule reden. Also ich sag mal so, dadurch, dass jetzt unser Cursor gerade auf alte Schule drauf ist, würde ich vermuten, wir sind in der alten Schule.
Also wäre es am besten, wenn wir dort zuerst reden, denke ich. Mal sehen, ob es jetzt eins oder zwei Aktionen verbraucht. Oh hey, das ist Minoru. Soll ich etwas zu ihm sagen? Achso, ich kann aber trotzdem ja auch... Warte, verbaut das jetzt auch Aktionen, wenn ich jetzt mit den anderen rede oder mich umschaue? Warte, das muss ich kurz gucken. Das ist eben mit unseres Campingplatzes. Das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als wären hier Jahrzehnte vergangen. Was ist hier los? Die Musik ist ja cool. Nope, okay, mit dem Handy scheint nichts zu sein. Ah, okay, es wird angezeigt, was verbraucht. Minoru zu reden würde eine Zeit kosten. Okay, also mit Argument kann ich frei reden. Takuma, da ist nichts. Tja, mal nachdenken. Ich suche woanders. Alles klar. Verzeiht übrigens immer, wenn ich meine Stimmen nicht 100% bekomme. Es geht mir zwar mittlerweile besser, aber meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Oh, das sind Minoru und Falcomon. Was ist hier mit Minoru? Kann man das essen? Hey, das ist Pestwurz. Die können wir essen, aber das ist eine normale... Was? Die können wir essen, aber das ist eine normale Winterpflanze. Ich muss schon sagen, ich weiß nicht, was mit diesem Wald los ist. Es ist gut, dass du so viel weißt, sonst würden wir noch verhungern. Was? Ach, komm schon, jetzt bin ich irgendwie total verlegen. Was ist damit? Nein, nein, das ist Eisenhut, der ist total giftig. Klingt, als würden sie sich amüsieren. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als amüsieren sein. Egal. Minoru, verbrauchen wir eine Zeit. Ah, du bist das, Minoru. Wolltest du nicht alleine irgendwo hingehen? Ich kann nicht ohne richtige Vorbereitung einfach weglaufen, oder? Und ich kann ihn nicht einfach alleine irgendwo hingehen lassen. Das stimmt. Gut, dass Falcomon bei dir ist. Hey, Takuma, weißt du, ob man das essen kann? Ist das nicht irgendein Unkraut? Können wir das essen? Auf jeden Fall. Das können wir essen. Miro scheint sich ziemlich sicher zu sein. Ich glaube dir nicht. Du weißt Bescheid. Ich sehe die Pflanze nicht, aber ich unterstütze ihn einfach mal. Du weißt Bescheid. Ich hoffe, du kennst dich am besten damit aus. Gut. Das kennt man eigentlich. Sind das nicht Himmelfahrtsblümchen? Himmelfahrtsblümchen? Sieht für mich einfach nur nach Unkraut aus. Ey, ich spuck das Wort wieder aus! Wegen des Jahreszeit-untypischen rosaroten Spinnenlinien dachte ich, das wären vielleicht Ruhrkräuter. Und ich hatte recht, man kann sie essen. In allen Rezepten dienen sie als Beifußersatz. Ich weiß ja, dass du viele seltsame Sachen weißt, aber man kann das auch anders überprüfen. Also eine oder sieben Frühlingsblumen. Wer sagt, was man die nicht essen kann? Wir haben noch andere Pflanzen gefunden, die essbar aussehen. Suchen wir weiter. Ich weiß, dass ich durch alles hier erstmal erstarrt war, aber im Kern bin ich ein Überlebenskünstler. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ey, Falcomon, der Typ hier neigt zum Leichtsinn. Passt da bitte gut auf ihn auf, ja? Überlass das mir. Komm schon, Leute. Ich bin direkt hier. Oh, this boy is going to die. Okay. Bin gespannt, wie viel ist jetzt? Holy shit, sofort auf 12 Zuneigungen gestiegen. Ach, das ist schon 8, ne? Okay, da plus 4 Zuneigungen, immerhin. Das läuft schon mal gut. Wir haben Aoi 10, Minoru 12, Ryo 10, das ist doch schon mal gut. Okay, oder sagst du noch was Neues jetzt oder sagst du es selber? Guck mal, ich glaube, das ist eine dieser Pflanzen, die wir essen können. Bist du sicher? Ey, ist die nicht einfach so? Wir wissen nicht immer, ob die ungefährlich ist. Bäh, das war entsetzlich. Alles okay, ich glaube einfach nicht, dass du was gemacht hast. Ich habe das gleich gemacht wie Minoru. Warum das bei ihm nicht funktioniert? Du kannst ja nicht einfach Sachen in den Mund stecken, die du überhaupt nicht kennst. Stimmt, das weiß ich jetzt. Ich glaube nicht, dass wir etwas finden. Suchen wir anders. Gott, Argumon. Na gut, okay. Dann zurück zur Weltkarte. So. Korridor. Kostet es jetzt eins Zeit, dorthin zu gehen? Ah, ich kann jetzt nochmal mit Minoru reden, sondern die Zunahme mit ihm nochmal erhöhen. Okay. Quatsch mal mit Ryo? Nee, quatsch mit jedem einmal. Also können wir auch erstmal mit Aoi reden. Mal sehen. Ich gehe jetzt zum Korridor. Oh, das ist Aoi. Soll ich was zu dir sagen? Nee, okay. Also ich kann mich frei bewegen und steht dann wirklich da, wenn es Zeit kostet. Na gut, okay. Ja. Ich untersuche das. Ich glaube, hier ist etwas. Soll ich mich mit der Kamera umsehen? Ah, okay. Camera time. Was ist da? Was ist das? Eiferkristall? Das ist doch ein Ausrüstungsgegenstand. Mehr ist nicht, okay. Warte. Ausrüsten.
Die Mitte sieht aus wie ein Strudel. Ein Sturm braut sich zusammen. Eiferkristall, Geschwindigkeit plus 1. Das würde Gotsumons Geschwindigkeit um 20 erhöhen. Mal sehen, er hat 33, das wäre interessant, er hat 33 Geschwindigkeit, 44, 42, 46, 54, 43, 32. Also es würde seine Geschwindigkeit ziemlich erhöhen, die von Gotsumon. Oh. Man muss überlegen, ne? Er hat 522 TP und das ohne Gegenstand. So, Verteidigung 79. Er hat schon eine deutlich bessere Verteidigung. Warte mal, ach guck mal, seine Bewegungsanzahl ist 2. Wenn ich jetzt ihm das Ding gebe. Nee, Bewegungsanzahl. Hat sich nicht erhöht. Ich hab vielleicht gedacht, dass es dadurch erhöht wird. Aber dann ist er halt eher dran wahrscheinlich, ne? Von wegen, dass das in der Reihenfolge, dass er dann schneller dran ist. Na gut. Braucht er das? Muss er schneller dran sein? Ich meine, er ist ja Tank, also soll er schon eher dran sein. Aber er bewegt sich halt super langsam. Ist ja so, Falco hat so oder so eine Geschwindigkeit von 54. Und Bewegungsanzahl von 4, also der ist eh mal zuerst dran. Weißt du was, ich probiere es einfach mal. Ich gebe ihm mal den Eiferkristall, einfach damit vielleicht er mal immer zuerst dran ist und sich nach vorne bewegen kann. Auch wenn er sich nur um 2 von nach vorne bewegen kann. Machen wir das erstmal. So, was sagst du, Agumon? Takuma, da ist nichts. Tja, mal nachdenken, such woanders. Alles klar. Alles klar, nein, nein, nein. Labamon! Labramon, was machst du denn da mit deiner Nase auf dem Boden? Ich suche mit meinem Geruchssinn nach Essen. Hey, gute Idee, das suche ich auch mal. Riechst du irgendwas? Ich weiß nicht so recht. Ja, so viel dazu. Agumons Nase ist nicht so gut wie meine, also kann er nichts suchen wie ich. Gefunden habe ich aber auch nichts. Tja, suche weiter, bis wir was finden. Das habe ich mir auch gedacht. Alles klar. Aui! Oh, Takuma. Wie geht's? Wie steht's, Aoi? Schon was Essbares gefunden? Gar nichts. Alles unbrauchbar. Wenn Aoi nichts finden konnte, dann gibt es nichts zu finden. Eine seltsame Logik, aber okay. So werden wir weiter. Du hast recht. Schauen wir uns woanders um. Sag uns Bescheid, wenn du was findest, Takuma. Wenn wir nachfinden, was? Gibt es hier was zu essen? Na klar, mach ich. Warum soll ich sie... Hä? Na klar, mach ich. Na klar, mache ich. Zu Aria wird, ja. Ich glaube nicht, dass man nur so tief... Oh, verdammt, ich habe was übersprungen. Mist! Egal. Wahrscheinlich nicht. Oh, aber ganz bestimmt, so ist er halt. Wenn wir was zu essen gefunden haben, belassen wir das Kochen dir. Okay, ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Hey, die Küche! Das haben wir zuerst nachsehen. Dann gehe ich, Takuma. Auf geht's, Labramon. Okay. Ich verstehe noch nicht ganz, warum es überhaupt wieder nach Essen gesucht wird, weil wir haben ja schon Sachen gefunden. Wir haben doch schon Essen gefunden. Warum wird es schon wieder nachgesucht? Das ist so strange. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier was zu essen finden werden. Was ist damit? Agumon, das ist einfach nur ein totes Blatt. Das können wir nicht essen. Das ist Abfall. Ehrlich? Das ist schwierig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier nichts zu essen gibt. Okay. Damit Aoi gequatscht. Dann quatschen wir mit Rio. Oh hey, da ist Rio. Soll ich was zu ihm sagen? Dann sag erstmal Agumon. Ah, da ist nichts, ja, ne? Alles klar, bla bla. Okay, du sagst immer erst im Nachhinein was. Hier drüben sind Kreidespuren. Datum, Gewissheit zu sagen. Okay, selbe wie immer. Ah, da, selbe wie immer. Cool, Mann! Sehr, das würde cool mal versuchen, näher an Rio ranzugehen. Oh. Was ist das denn da? Willst du mich fressen? Vergiss es! Kundemann würde sowas niemals tun. Er hat nur versucht, dich aufzumuntern. Glaube ich. Als ob ich darauf vertrauen würde, dass mir irgendein Monster sagt. Was ist denn nochmal so an mich ranzuleichen? Hast du verstanden? Jetzt ist Kundemann traurig, armes Ding. Ja, Rio hätte nicht so gemein sein müssen.
Ich kann verstehen, warum Rio Angst hat, aber trotzdem. Mein Gott, Rio, soll nicht so ein Memme. Komm, quatsch mit dir. Oh, das Rio, schon wieder allein im Klassenzimmer? Oh, hoppla, ich schätze, er ist nicht allein. Mann, ja, was? Und da bist du keine Ausnahme. Was, wieso bin ich auf Auto? Ah, halt, wie bin ich auf Auto gekommen? Stopp, halt! Ja! Was ist denn, wo hast du mich denn, Takuma? Wait, wie bin ich auf fucking... Was? Wie bin ich auf... Wie bin ich auf Auto gekommen? Ah, mit der Richtungstaste. Okay, interessant, es gibt einen Automodus, aber das ist viel zu schnell. Da muss ich wahrscheinlich die Schreibgeschwindigkeit wieder langsam machen. The fuck? So, warte. Irgendwann, ich höre jetzt doch... Wollte ich hier Gesprächsprotokoll? Nein? Irgendwann, ich habe Gesprächsprotokoll gefunden. Nein, nicht Auto. Scheiße. Hä? Setting, Help, Library, Item, Profile, Status. Nein. Hier hätte ich nur speichern. Ich bin irgendwo. Ja, scheiße. Wer hat denn gerade die Scheiße... Das Protokoll gefunden. The fuck? Okay, Leute, sorry, ich bin... Hier! Quadrat war's. Meine Güte. Ich hab's doch tausendmal schon gedruckt. So, nochmal. Also, was haben wir verpasst? Ada, hoppla, er schätzt nicht allein. Mann, hier habe ich echt alle den Verstand verloren. Da bist du keine Ausnahme, Kunemon. Kiu! Mist, jetzt sag doch irgendwas. Was zur Hölle beruhigt mich denn, Takuma? Wer beobachtet hier wen? Du weißt schon, dass Kunemon nicht sprechen kann, oder? Was zur... Mann, dieser verdammte Ort. Ich ziehe immer wieder einen Kürzeren. Kunemon ist nicht der Kürzere. Warte vielleicht mal auf das, was du sagst, Takuma. Und auch du. Und du auch, Echse. Ich meinte nicht... Ich bin keine Echse, ich bin Agumon. Halt endlich die Klappe. Ich verstehe ihn gar nichts mehr. Ihr seid total bekloppt. Das schließt auch dem mit ein. Bist du durchgeknallt wie Minoru? Oder nur Realitätsfan wie Aoi? Naja, ich muss schon zugeben, dass Minoru ein paar Schrauben locker hat. Oder? Was stimmt mit dem nicht? Was Aoi betrifft, sie glaubt wohl immer noch, jemand würde kommen und uns retten. Ich kann nicht behaupten, dass ich ihren Optimismus teile. Wollt mal ernsthaft? Das klingt, als würden wir weitermachen, wo ich aufgehört habe. Rio ist ein Realist. Da ist das, was wir gesehen haben, bestimmt noch schwerer zu verdauen. Ich meine zwar nicht unbedingt, aber er hat ein paar gute Argumente. Was soll denn so passieren? Das werden wir wohl sehen. Ah, das wäre Motivation. Bleiben wir optimistisch. Es könnte hoffnungslos sein. Ja, bleiben wir optimistisch. Das werden wir wohl sehen. Das werden wir wohl sehen. Mora hat sich verändert. Das ist vielleicht keine tolle Antwort, aber ich weiß, das werden wir sehen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir wissen überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Ja, du hast recht, das ist keine tolle Antwort. Trotzdem ist ein Argument. Ich bin wohl der Idiot, dass ich überhaupt gefragt habe. Ich wünsche, dieses Insektending könnte wenigstens was sagen. Kunemon ist kein Insektending. Halt mein verdammtes Maul, du Leguan-Gesicht. Ich habe kein Leguan-Gesicht. Kommt schon, lass ihn in Ruhe, Agumon. Nun ja, bis später. Ich könnte nochmal mit ihm reden? Mal kurz Karte gucken. Ich könnte nochmal mit ihm reden. Weil bis jetzt habe ich noch nicht mal mein Dings erhöht gehabt, ne? Ich wollte einfach nur zurück. Kommt ein neuer Dialog jetzt? Noch ein Klassenzimmer? Schaust du dich nicht um? Von wem? Da treiben sie doch irgendwelche schrägen Monster rum, nicht wahr? Klar, aber Kunemon beschützt dich. Also wohl nicht dein Ernst. Du und dieser Alligator seid ja vielleicht beste Kumpel, aber ich verstehe das nicht. Ich bin kein Alligator. Q. Ekelhaft. Ria sieht ziemlich besorgt aus. Das darf ich nicht vernachlässigen?
Er hat recht. Was heißt denn, das darf ich nicht vernachlässigen? Habe ich gerade ein Protokoll von... Beziehungsweise, aber ich verstehe... Das ist wohl nicht dein Ernst. Und ihr seid vielleicht beste Kumpels, aber ich verstehe das nicht. Das darf ich nicht vernachlässigen. Ich verstehe gerade unsere Dialogoption nicht. Er hat recht. Sehe das mit deinen Zweifeln nicht komplett anders, Rio. Vorsicht und selbst eine gesunde Portion Feigheit schützen vor Gefahren. Weil man... Takuma? Ach, ich habe das Vertrauen. Kuman hat dich schon einmal gerettet, oder nicht? Nö, wie immer ein Großmaul. Okay, es hat funktioniert, I guess. Hey, schon 15 Zuneigung, ne, immerhin. Achso, und wir haben jetzt 5 Moral, immerhin 3 Imbrunst, 8 Harmonie. Vielleicht bringen wir alles auf 10 hoch, wenn die Antworten halbwegs okay sind. Also die deutsche Übersetzung ist ja wirklich... Ich überlege jetzt wirklich langsam immer mehr, dass ich vielleicht nochmal auf das Englische Übersetzung gehe. Meine Güte. Warum sagt er immer solche furchtbaren Dinge? Weil er Angst hat. Er weiß wahrscheinlich nicht, wem oder was er trauen kann. Und du hast keine Angst, Takuma? Naja, so würde ich das nicht sagen. Aber ich traue dir und den anderen. Immerhin könnten wir uns ohne eure Hilfe nicht selbst schützen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir immer vertraust, Takuma. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Und jetzt lass uns was zu essen finden. Ja! Na... Oh. Argument schon putzig. Okay, dann haben wir mit Rio gequatscht. Ah, okay, Rio ist jetzt nicht mehr zur Auswahl, oder was? Okay, dann quatschen wir nochmal mit Aoi in der Cafeteria. Da ist Aoi, was sie gefunden hat. Geschirr. Töpfe und Geschirr sind jetzt blank. Oh, hier kann ich jetzt mit Argument reden, das würde Zeit verbrauchen. Ich hoffe, dass ich das noch nicht in der Schule gesehen habe. Schon noch ältere Einträge. Aha! Fertigkeitenkristall. Mist, habe ich mit den Händen mich in den anderen Raum umgeschaut? Egal. Fertigkeitenkristall. Was macht... Da. Die Max SP hoch. Das ist ein Apparat, kann der Fähigkeit verändern. 70 SP mehr. Hm. Nicht schlecht. Das wäre für ihn vielleicht wirklich nicht schlecht, weil er ist bis jetzt unser Einziger, der in Champion-Digitation gehen kann. Er braucht sehr viel mehr SP als die anderen. Also gehen wir Argumon erstmal in den Fertigkeitenkristall. Ja. Okay. Okay, also mit Argumon können wir nochmal reden. Ja, ist eine Überlegung. Labron, du bist kostenlos. Gebäude der Menschen sind komisch. Schau euch dieses ganze große Zeug an. Was meinst du damit? Labron, weißt du nicht, was das ist? Das sind Tische und Stühle. Ich weiß, wie man die nennt. Ich verstehe nicht, warum die so groß sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bequem ist, daran zu sitzen oder zu essen. Ja, jetzt wo du sagst, für euch sind die ziemlich groß. Genau das meine ich. Warum gibt es keinen Tisch, den ich benutzen könnte? Sie würde wahrscheinlich sauer, wenn ich vorschlage, auf dem Boden zu essen. True. So. Ach, Aoi ist kosten... Nee, Aoi kostet auch was, wollte gerade sagen. Aoi, quatsch noch mit Aoi. Ich dachte, wir könnten was in der Kantine finden. Aber das war wohl nichts. Also kein Essen? Sieht aus, als gäbe es hier nichts. Suchst du nach Essen? Ja, im schlimmsten Fall müssen wir wohl draußen suchen. Keine Sorge, Aoi, wenn die Zeit kommt, werde ich dich beschützen. Danke, Labramon. Wir haben schon draußen Essen gefunden. Geh nicht alleine. Ich passe auf dich auf. Uff. Das ist jetzt schwierig. Einerseits könnte das jetzt sein, ich passe auf dich auf, dass es positiv ist, Zuneigung erhöht, aber es kann auch sein, ich kann auf mich selber aufpassen. Schwierig. Ich passe auf dich auf. Ich passe auf, auch auf dich auf, Aoi. Okay, ach so, okay, er sagt auch auf dich. Danke, Takuma. Dann sehen wir, wer sie besser beschützt, ja? Ich auch. Tja, hoffen wir, dass nichts geht, bevor ich überhaupt beschützt werden muss. Ah, was? Eine Nachricht, das... Ich dachte, hier gibt es keinen Empfang.
Sind es irgendwelche Zeichen? So eine Nachricht habe ich auch bekommen. Ja genau. Sieht aus, als könnte ich keine Nachrichten verschicken. Was ist das? Ist irgendwie unheimlich. Darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Die Suche nach Vorräten hat Vorrang. Ach ja, Essen gab es nicht. Aber ich habe das hier gefunden. Du könntest ihn bestimmt besser nutzen als ich, Takuma. Oh, wow, bist du sicher? Ja, nimm du das. Sturmdeckung, was ist denn das? Hurra, wir haben es geschafft, Takuma! Wir haben es geschafft, Takuma. Was? Egal. Sturmdeckung, was zur Hölle ist das denn? Du hast noch keine Ausrüstung, ne? Was macht Sturmdeckung? Ah, erhöht physische Verteidigung und Spezialverteidigung um einen Rang. Oh. Okay. Wäre eigentlich wieder was für meine Heilerin. Du kannst sowohl die Physioverteidigung und Spezialverteidigung von allen Gegnern senken, als auch die von anderen Kollegen erhöhen. I mean, why not? Du bist der Heilerin, also bist du mal eine Heilbufferin. Why not? Wenn gerade jemand geheilt werden muss, kannst du die anderen buffen. Ja. Warum nicht? So. Ja, ist interessant. Jetzt können wir immer mit Agumon reden hier. Oder wir schauen nochmal in der Sporthalle erstmal nach. Ich meine, es kostet ja nichts, mich zu bewegen. Da sind wir überhaupt, wo er es gefunden hat. So, eine Bühne steht offen, Turnhallen für Theaterstücke und Reden vor Lehrern. Von Erinnerung an meine Vorträge wird mir ganz anders. Ich bleibe lieber hier unten. Wow. Okay, kann ich auch mit Agumon reden? Schrank. Das Putzzeug, ein Besen, eine Handschaufel, ein Staubtuch und ein Eimer. Dann können wir die Schule putzen, wenn sie dreckig ist. Also sollten wir... egal. Okay, Kamera. Nope. Kamera sagt nein. Nicht zu sehen. Gott, wenn hier wirklich viele Dämonen sind, die uns angreifen wollen, sind wir so im Arsch. Okay, Falcomon, du bist kostenlos. Hm, dieser Sucher weiß jetzt unerwartet schwierig. Hast du auch Probleme, Falcomon? Das ist ganz schön hart, was? Ja, im Wald gibt es alles Mögliche. Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Ja, wie sagst du das? Arinobu sucht mit aller Kraft und unabhängig davon, wie es ihm zu gehen scheint, ist er äußerst sachkundig. Er kann Dinge an den seltsamsten Orten finden. Das ist super. Dann können wir darauf zählen, dass Minoru auf irgendetwas stößt. Wohl wahr, nun mache ich mich wieder an meine Suche. Viel Glück euch beiden. Gut, komm her, Minoru, quatschen wir nochmal. Wir haben euch mehr gefunden. Hier wächst jede Menge von dem Zeug. Hey, Minoru, was machst du da? Hey, Takuma, schau dir mal diese Pilze an. Wow, so viele. Können wir sie essen? Minoru soll das herauswissen. Ich schätze nicht. Ich vertraue dem Minoru. Ich bin sicher, die sind essbar. Probier sie mal, Minoru. Ja, ich habe echt richtig Hunger. Die kommen mir gerade recht. Und runter damit. Naja. Stimmt was nicht, Falcomon? Wir lieben diese Pilze, aber ich habe gehört, sie sind giftig für Menschen. Was? Für Menschen giftig? Ich kann das nicht essen. Das gehört dir, Takuma. Danke. Ausdauerpilze. Nun ja, bis später. Mist, okay, das war die falsche Entscheidung. Diesmal werden wir Essbare finden. Okay, jetzt können wir entweder hier mit Agumon reden oder da drüben nochmal mit Agumon reden. Was wir auch nochmal machen können, ist halt überall nochmal in jeden Gang reingucken, ob wir nochmal irgendwas finden mit unserer Kamera. Weil Zeit vergeht ja nicht, wenn ich mich jetzt einfach so bewege. Ich glaube, die Ausdauerpilze sind bestimmt Sachen hier für... Miep. Was war das? Eine Stimme? Nein, eher ein Lied. Sie spielt schon wieder Musikraum. Ist das da ein Klavier? Wirklich einen Geist gefunden? Ist irgendwas, Takuma? Nein, nichts. Gehen wir. Hä? Wir wissen doch, dass die beiden noch da sind. Ich glaube, hier ist irgendwas. Soll ich mir mit der Kamera umschauen? Ja, gleich. Hier kann ich mit Agumon kostenlos reden. Was ist denn, Agumon? Du siehst nervös aus. Hast du gerade etwas gehört? Sowas wie die Stimme einer Person? Ich habe es gehört. Das ist ziemlich schön klang. Ja, genau. Konntest du erkennen, woher es kam? Klar, es wäre es von da drüben gekommen. Du meinst den Musikraum? Schau noch einmal nach.
Ein schönes Lehrbuch liegt auf dem alten Tisch. Hätte es jemand vergessen? Das hat mir nicht verstellt. Wir noch Lehrer. Na, Decke sind kleine Lampen. Nachts ist es jetzt dunkel, um herumzulaufen. Was ist das? Außerkristall. Okay, also wir sollten uns wirklich nochmal über umschauen. Jips. Oh. Interessant. Musikraum ist jetzt, das würde sogar Zeit kosten, da jetzt hinzugehen auch. Es wirkte wie ein besonderes Event, also würde ich sagen, gehen wir da auf jeden Fall dann hin. Ja, ich wollte mir nur mit Kamera nochmal schauen. Okay, nein, hier war nichts. Oh, ist das Event jetzt vorbei? Ne, okay. Wir können uns nochmal in Ruhe umschauen, das Event geht nicht weg. Hier kann ich auch wieder mit Argumon reden, was Zeit kostet. Das machen wir jetzt mal nicht, weil ich will das Event machen. Ja, ich habe das schon reflexartig, ne? Okay, schauen wir uns mal mit der Kamera um. Nein, hier gibt's nichts. Okay, ich kann sogar nur zwischen den beiden und her schalten. Gut. Darüber waren wir, Sportler waren wir, waldnahe der Schule können wir nochmal gucken. Okay, ist etwas, ich spüre das. Na dann, was ist hier? Oh! Na dann kämpfen wir! Oh fuck, kostet das Kämpfen Zeit? Das wäre natürlich doof. Freie Monster, wenn wir ein freies Monster zu entwickeln, wird es ein Monster. Zu schnell. Ist das Patamon? Da war Patamon. Warte mal. Tausch mal lieber da. Oder du kommst dahin. Du kommst dahin. Argumon kommt dahin. Guck mal, es kann sich so weit genug bewegen. Ja? Ja, alle Gegner besiegen und so weiter. Das fucking Patamon! Level 2! Die Viecher auch, Level 5 und Level 4. Okay. Oh Gott, wir müssen Patamon versuchen zu bekommen. Patamon ist super cute. Gleich erstmal reden. Patamon. Hast du jemals gelogen? Einmal für einen Freund unzählige Male will ich nicht sagen, noch nie. Vielleicht noch nie? Glaubt er uns nicht, deswegen einmal für einen Freund? Hey, du bist was Besonderes. Okay, das ist doch schon mal gut. Irgendwann werde ich hier das Sagen haben. Ziele sind gut, das sehe ich anders. Keine Chance, stell mich ein. Ziele sind gut. Immer um 1 erhöht, okay. Wenn ich ein furchteinflößendes Monster sehe, entschuldige ich mich immer. Komisch, oder? Du bist halt nett, du willst nicht kämpfen, du bist ein Angsthase, ist wohl Instinkt. Ja, du bist halt nett oder du willst nicht kämpfen? Oh, schwierig. Immerhin, okay. Ich mag dich. Heute habe ich einen neuen besten Freund gefunden. Okay, komm. Was wolltest du mich denn fragen? 69%. Okay, komm. Patamon, sei mein Freund. Yay! Cool, wir haben Patamon. Nice. Cool, wir haben Patamon. Nice. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Egal. Kriege ich es auch noch hin, einen von euch mal irgendwie in unser Team zu holen? Weil ihr seid ja auch lustig irgendwie. Die sind zu weit weg, wir können eh nicht angreifen. Zack. So, dann können wir bestimmt mit einen von denen da reden. Für mich gut, immer müssen wir helfen. Haha, bla bla bla, wir haben hier Spaß, bla bla bla. Ich hatte Angst. Mist, es geht nur eins hoch. Mann! So, das war, was ich gerade denke.
Dass ich Ärger mache? Naja, okay, Ärger ist falsch bei ihm. So langweilig sind. Muss einfach ein Kämpfchen. Kämpfchen ist immer nur ein Dings. Okay. Irgendwie ist das viel schwierig. Ich krieg das einfach nicht richtig hin. Vielleicht höre ich auch zu doof an, weil ich mich einfach mal wieder vergesse, welche Antworten die richtigen sind. Oh, warte mal, sie könnte ja angreifen, ne? Sie könnte jetzt einfach zum Beispiel Sturmdeckung machen. Zack. Dann können wir gucken, ob das jetzt nämlich jetzt für nur eine Runde bleibt oder ob es jetzt immer bleibt. So, wir können nochmal mit dem anderen nochmal versuchen zu reden. Was weiß ich, wenn ich einfach gegenteilig sage? Also ich hatte Angst, bringt halt nur um 1 Punkt. Ah, es geht nicht gut, macht 2 Punkte, okay. Findest du nicht auch, dass die Tage immer so langweilig sind? Bloß auf ein Kämpfchen. Einem Dings. Was ich gerade denke. Dass ich lustig bin. Auch immer in einem Dings. So. Na, come on. Ugh, nur 25%. Egal. Let's try. Nö, okay. Ich krieg das Vieh einfach nicht hin. Egal. Zwei Gegner weg. Komm, geh nach vorne, Gilmon. Ups. Gehst auf Flanking Position. Zack. Nehmen wir schon. Kann er von da oben angreifen? Aber geht das nicht? Nee, okay. Also es ist wirklich, Höhenunterschied ist wichtig. Okay. Hm, doof. Es kann entweder von da ankommen oder von da kommen. Shit. War eher von da, ne? Da gab's sogar gleich Blitz verloren. Aber nicht schlimm. Gilmon verteidigt das einfach. So, jetzt bist du dran. Nach vorne, mein Tank. Jetzt greifst du mal Felsenfaust an. Und gestunt. Sehr schön. So, die Rennen können wir aber für den Fernkampfangriff einfach das Vieh angreifen. Und Patsch. Was wollt ihr eigentlich reden? Ihr reden erhöht einfach, macht einfach TP-Wiederherstellung. Oh, sehr gut. So, wir gehen dahin. Hüpf. Angreifen, Pfefferatem. Die. Hab. Er war, erhöht alle Werte. So, du hast einen Feuerball einfach drauf. Quatsch. Aber trotzdem sehr voll. Wir haben Patamon. Wie nice. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Ding, ding, ding. Sehr gut. Und Patamon als Belohnung. Cool, wir haben Patamon. Hihi, mal sehen. Oh, also der 2 ist ja noch ganz, ganz schwach. Den müssen wir erstmal hochtrainieren. Physischer Angriff, physische Verteidigung. Oh, sein Spezialangriff ist jetzt schon 62. Level 2 und guck mal, Falkenmann hat Level 8 und er ist fast dran. Und Betamon hat nur Spezialangriff 61 und er 62, jetzt ist schon dran. Okay, also er wird einen Spezialangriff auf jeden Fall werden. Den Schaden durch Lichtangriff um einen Rang. Ah, okay. Wow, Luftstoß hat eine große Reichweite. 5 Felder?
2. Warum steht. Ich verstehe nicht ganz, was mit 2 und 5 gemeint ist. Oh, cool. Also, erhöhe maximal TPs Ziel. Ist ein Pilz, ein Kristall. In dem Fall sollte das für genießbar sein. Ah, wir könnten noch die TP erhöhen schon mal. Warte, du hast 900, 500, 500, 500, 500, 400. Ja, du hast ja das Dings, genau. Ja, ich sollte eher nochmal TP haben, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auf ewig behalten werde. Ansonsten halt von Argum oder Kunemon zum Beispiel haben auch nicht so viel. Aber ich könnte ja natürlich Patamon auch gut trainieren. Ach, ich kann die auch so behalten. Jetzt läuft ja noch. Also, was sagst du noch? Nicht, wie viel eine Schule in Wahrheit ist. Genau, kennen wir schon. Nix weiter. Kamera, nix weiter. Okay, das hat sich super gelohnt, dass wir nochmal uns umgeschaut haben. Sehr, sehr gut. Freier Kampf brauchen wir nicht gegen Gotsumons. Alte Schule hatten wir uns umgeschaut. Okay, dann waren wir eigentlich überall. Dann gehen wir ins Musikraum. Als letzte Aktion. Ist da was? Wer ist da? Ach, je, du bist das, Nuharu. Dieses Klavier, hast du darauf gespielt? Ja. Wow! Wenn ich spiele, singt meine Schwester immer dazu, daher. Ganz genau! Wo ist Miyuki? Ich bin hier. Jau! Meine Güte, hast du uns erschreckt. Ich dachte, wir würden dich länger nicht sehen. Hätte nicht gedacht, dass du hier bist. Entschuldige, wenn wir dich erschreckt haben. Erschreckt. Nein, das war unsere Schuld. Wir haben ein bisschen überregiert, ihr kleinen Geisterchen. mir fällt gerade auf, dass Saru mich anstarrt. Mir ist unheimlich. Was soll ich tun? Einfach weggucken würde ich unsere Moral erhöhen? Einfach zurückstarren? Soll ich nach den Grund fragen? Ich finde aber einfach zurückstarren mit Inbrunst finde ich auch irgendwie lustig. Aber ich denke, wir bringen erstmal Moral hoch. Weggucken? Es ist schwer, mit Haru zu reden. Was denke ich mir ob dabei? Was ist los, Takuma? Ist da oben was? Was ist mit ihm los? Ja, wenn er mit kleinen Kindern spricht, ist er immer irgendwie komisch. Was ist denn? Ja. Ich habe bloß nach Essen gesucht. Essen? Du willst essen? Genau. Weißt du, wo wir Essen und Wasser finden? Zum Beispiel einen Lagerbereich? Hinten in der Turnhalle ist ein Lagerraum. Da gibt es wahrscheinlich Essen. Wirklich? Schauen wir es uns an! Ja, und sagen wir auch Aoi Bescheid. Danke, dass du mir das gesagt hast. Viel Glück. Viel Glück. Ihr Geisterkinder seid unheimlich. Oh, kriegst du das jetzt nicht, oder was? Oh, das ist ja gemein. Jetzt kriegst du es nicht, weil die Zeit um ist. Wir haben überall gesucht, wo wir suchen konnten. Haben wir was zu essen? Ja. Minoru hat es gefunden. Weil wir mehr brauchen. Och, das ist aber blöd. Oh. Das ist ja wirklich jetzt doof. Ich bin fast versucht, nochmal das Spiel zu laden und es nochmal neu zu machen. Weil das ist ja wirklich dumm. Also, weil das ist ja jetzt gerne gesehen. Was passiert, wenn jetzt mit dem Lagerbedings ist? Wo können wir sonst noch suchen? Ah, okay, ne, doch in der Turnhalle. Na gut, immerhin. Leute, hier drüben in der Turnhalle. Was war das? Aoi? Das kam von drin. Vielleicht hat sie was gefunden. Gehen wir. Ja. Aoi-san no koe ga todoiteinai nai hito mo iru hazu da. Warte, vielleicht haben wir das nicht alle gehört. Sagen wir es erst den anderen. Okay. Sehr interessant von euch zu wissen, soll ich eigentlich immer das... Danke, Aoi. Soll ich eigentlich immer die Japanensprecher ausreden lassen und dann übersetzen? Oder soll ich das immer so ein bisschen gemischt machen, wie ich das gerade versuche? Oder soll ich einfach direkt über sie rüber quatschen? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Oh Mann, komm mal alle her. Sind das Lebensmittellager für den Notfall? Verstehe. Immerhin wurde das hier als Katastrophenschutzraum genutzt werden. Gott sei Dank. Damit kommen wir erstmal aus.
Warte mal kurz. Bist du sicher, dass man das Zeug essen kann? Wenn ich mir den Zustand der Schule ansehe, sollte man lieber das Verfallsdatum prüfen. Ja. Hä? Ich sehe nirgendwo eins. Das habe ich gesagt. Was komisch, nehme ich nicht mal den Mund. Ja, ich muss sagen, das klingt irgendwie nicht gut. Selbst für dich, Minoru? Das habe ich sogar ein bisschen Angst. Itadakimasu! Okay, dann gehört das alles mir! Nom, nom, nom. Oh, Agumon? Agumon, was machst du da? Dann nehme ich mal lecker! Klar, wer weiß, was du Geschmackstast ein Monster hat. Komm, egal. Minoru! Warte, Minoru! Minoru-kun? Minoru? Minoru windet sich. Oi, daijoubu ka? Hey, alles in Ordnung? Shine! Minoru windet sich nur, um zu sehen, wie wir reagieren. Er will uns noch reinlegen. Mitmachen? Lass mich auch mal probieren. Lass das. Mitmachen. Wir machen mit. Minoru, halte durch. Takuma. Takuma, ich bin erledigt. Was? Da ist noch nicht das Ende. Geht ihr nur ohne mich nach Hause? Achtet nur darauf, meinen Browserverlauf zu löschen! Dude, wie viele Pornos hast du schon geschaut? Du bist 14. Minoru? Minoru? Minoru! Minoru! Was macht ihr zwei da? Eingelegt! Minoru! Ich dachte, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Du Verdammter! Das wäre die richtige Zeit und der richtige Ort für sowas! Du Idiot, lass das! Nur leg dir mal, was du da angerichtet hast. Tja, das Zeug scheint erstmal genießen zu sein. Die Versorgung mit Wasser und Essen ist erstmal sichergestellt. Also ich muss sagen, da mitzumachen fand ich zwar eine lustige Idee, aber dass das Moral stärken soll, bin ich halt nicht so sicher. Aber okay, wenn das Spiel sagt, das ist für Moral gut, dann ist das für Moral gut. Trotzdem wissen wir nicht, wie lange diese Vorräte halten werden, oder? Holy shit, so viele Vorräte sind da? Für uns und die Kleinen? Ich würde sagen, vielleicht ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr? Bist du verrückt geworden? Die letzten beiden Tage waren schon die Hölle. Ein halbes Jahr ist optimistisch, Mann. Es kann auch keine Anzahl für eine Rettung. Ich sage das nur sehr ungern, aber ich glaube, ihr habt recht. Junge Menschen, es ist sowas von lecker! Ach ja? Dann lass mich auch mal probieren. Naja, so fasziniert wie ihr beide bin ich nicht unbedingt, aber... Ich sollte es zumindest auf Gift prüfen. Also zum Wohle von Minoru. Also ich würde ja sagen, Minoru hat das schon für uns erledigt. Na los, jetzt geht dir erstmal eine Chance.
余裕があるときは他にも食料を探しておきましょう。Naja, warum suchen wir nicht nach anderem Essen, nur für eine Fülle? それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分で探せるし。Genau, wir suchen auch nach eigenem Essen auf unsere Weise. それならこの食料だけで葵たちも一年は持つわ。Dann reichen die Vorräte mindestens für ein Jahr. そんなに長いはしたくないわね。Ein Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, so lange hier zu bleiben. Dude, das ist dark. Im Pecha müssen wir uns im Norinsichi begraben. Ich hatte doch gesagt, dass ich sowas nicht hören will. Okay, nachdem wir uns jetzt um unsere Vorräte gekümmert haben. Können wir uns doch auch noch möglichst viel umsehen. Die Notfallrationen sind verzehrbereit. Wir können also los im Wallnass lagern. Schon vergessen, dass da draußen diese Monster rumlaufen? Oder ist jetzt völlig durchgedreht? Aber der Professor Saki und Shuji könnten irgendwo da draußen sein. Keine Chance. Was soll das, keinen Zweck, sie zu suchen. Vielleicht sind sie ja draußen, aber wir können uns nicht wegen einer Möglichkeit in Gefahr bringen. Haru, was ist denn da? Was ist los, Haru? Stimmt was nicht? Ich habe das hier im Wald gefunden. Ist das nicht der Hut des Professors? Ja, kein Wunder, dass er mir so bekannt vorkam. Ich wusste es, sie sind hier. Dann müssen wir nach ihnen suchen. Seid ihr verrückt? Hier ist es viel sicherer. Denkt mal nach. Ein Tag ist schon rum, oder? Es läuft doch gut. Aber ohne Essen und Trinken könnte es ihnen vielleicht nicht allzu gut gehen. Ja, das stimmt. Gut, wir überlassen ihr Schicksal nicht den Zufall. Was? Hey, bist du lebensmüde? Nicht so lange wir da sind. So, wir gehen mit. Genau, wir gehen mit. Wenn irgendwelche Bösen kommen, wehre ich sie für dich ab, Aoi. Ja, ich weiß, danke. Jetzt sind gefährlich für Miyuki und Haru. Sie bleiben. Takuma, Aoi und ich werden. Warte, Moment mal, du hast von mir, dass ich die Babys auf diesen Gören spiele? Was soll ich denn machen, wenn es noch so ein Spinnmonster angreift oder diese Gören endlich ihre Geisterform wieder auspacken und mich zu Tode fressen? Also, ich meine, das sind natürlich keine Geister. Ist ja nicht so, dass diese blöde Raum für unsere Sicherheit sorgen würde. Kunemon ist keine blöde Raupe. Kunemon kann allein klar. Das höre ich zum ersten Mal. Wir könnten wieder auf etwas wie Dokugumon treffen. Wir können sich einfach wegen Ryo alle im Stich lassen. Was soll ich Ryo sagen? Er ist nirgends sicher. Mach, was du willst. Wir helfen ihnen. Ja, die Wahrheit ist, es ist nirgends sicher. Also, am sichersten werden wir alle zusammenbleiben. Puh, wir helfen, könnte ich sagen. Mach, was du willst, will ich nicht machen. Das ist doof. Also, Moral oder Harmonie? Das ist nirgends sicher, so. Die Moral erstmal hochbringen. Es gibt keine sicheren Orte, Ryo. Die Schule ist jetzt nicht gerade verstärkt oder so. Es mag Gefahren im Wald geben, aber du könntest auch hier angegriffen werden. Du wirst lernen müssen zu überleben.
Tayo. Sony. Wer hat dich denn zum Boss gemacht? Wakatta yo. Koko ni iru yori wa mashi da. Ore mo iku yo. Na schön, ich begleite dich, besser als hier zu bleiben. Ryo-senpai wa roujou suru n janakatta kke? Nokottete ii n desu yo. Hä? Das hat er überhaupt nicht gesagt. Also kotzt mich diese deutsche Übersetzung wirklich an. Also ich bin jetzt wirklich immer mehr dafür, dass ich einfach auf die englische Übersetzung setze, in der Hoffnung, dass es besser übersetzt ist. Weil er doch gerade eben hat er doch gesagt, warte mal, kann ich ein Gesprächsprotokoll machen. Da hat er sich doch drüber aufgeregt von wegen, hier, also, das ist zu gefährlich für Miyuki und Taru, sie bleiben. Takuma, Aoi und ich werden, und dann hat er doch sich beschwert. Moment, du weißt von mir, dass ich den Babys und diese Gören spiele, was soll ich denn machen, wenn es noch so ein Spinnmonster angreift, dass ich so, dass die blöde Raupe für unsere Sicherheit sorgen würde. Es nimmt sich in Ohr, mein Fahren, du hast lernen, unfertig zum Boss gemacht, dann schön bleibt, besser als hier zu bleiben. Aber ich sage doch wieder besser als hier zu bleiben. Naja. Halt die Klappe, ich komm mit, Diskussion beendet. Ganz schön ein bisschen unkooperativ rüber, Kumpel. Minoru, es reicht, okay? Ryo ist älter als du. Red nicht so herablassend. Hi. Gomennasai. Stimmt, tut mir leid, Mama. Jetzt haben wir doch... Warum diskutieren... Das, was ich gerade entschieden habe, war, ist es nirgendwo sicher. Jetzt sagen wir doch vielleicht wieder... Oh, es ist sicher in der Schule zu verstecken. Finde ich auch. Hey, wenn es Ärger gibt, versteckt euch einfach in der Vorratskammer, okay? Alles klar, keine Sorge. Wir sind so oder so schon tot. In Ordnung, du hörst auf deinen Bruder auf, okay, Miyuki? Das hast du falsch verstanden. Hä? Oh, oh, du meinst Taru, pass auf dich auf? Sie nickt. Komisch, dass Miyuki kaum spricht. Ich würde sie mehr sagen. Tschüss. Ja, bis dann. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, die beiden zurückzulassen. Aber erstmal sollten wir uns darauf konzentrieren, die anderen zu finden, und zwar schnell. Halten wir ganz kurz nochmal fest, die haben sich hier in der Schule versteckt gehalten, während ein riesiges Spinnen-Digimon herumgelaufen ist und sie waren immer noch safe. Also sie können wahrscheinlich gut auf sich selber aufpassen, aber trotzdem. Der Dialog gerade eben war irgendwie alles sehr strange und merkwürdig, aber egal. Dann teilen wir uns auf. Was? So ein Quatsch! Wir haben keine Ahnung, was da draußen ist, oder? Was, wenn jemand da angegriffen wird, der alleine ist? Der wäre erledigt. Es ist zu riskant, wir uns aufteilen. Du hast recht. Es ist besser, getrennt zu suchen. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Aber ein Angriff auf einen allein ist schlimm. Was sind da draußen? Wie suchen wir am besten? Ja, Zweiergruppen, wollte gerade sagen. Teilen wir uns aus, dann sind wir schneller, bleiben wir zusammen. Na, Zweiergruppen. Wir sind vier Leute und jeder hat zwei Digimon dabei. Wird schon gehen. Vielleicht sollten wir in Zweiergruppen gehen? Das klingt gut, machen wir das. Aber wer mit Ryo gehen muss, sieht auf jeden Fall den Kürzeren. Hey, Minoru, sag sowas nicht. Es scheint hier nichts Gefährliches zu geben. Wir kommen schon klar. Es riecht noch etwas, aber wir müssen uns zumindest keine Sorgen machen. Und ganz gleich, was kommt, wir werden euch beschützen. Was für ein Witz, dann geh jetzt zu euch, kann das Ding nicht mal reden. Wenn wir in den Wald gehen, kehrt es vielleicht zu seinem Nest oder so zurück. Kunemann würde das nicht tun. Ja, er wird Ryo auf jeden Fall beschützen. Jetzt will sie doch wieder zur Schule gehen, oder was? Halt die Klappe, ich habe gesagt, dass ich nicht reingehe. Seh mich hier um, okay? Falls was passiert, komm schnell zurück. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Okay. Erkundung!
Das heißt, jetzt bleibt er alleine zurück und wir gehen zu dritt, oder was? Ist auch bekloppt. Muss er wissen, wer sich sicherer fühlt? Waldnaher Schrein freigeschaltet. Ah, okay. Innerer Schreineingang freigeschaltet. Freier Kampf freigeschaltet. Gehe zum Bereich. Ach, das kann ich nochmal mit ihm quatschen. Ich werde nochmal die beiden. Ich sollte lieber mit Arjen den anderen reden. Wir können ja nochmal ganz kurz mit Rio quatschen. Vielleicht können wir nochmal unsere Zuneigung verändern. Da ist Rio, was macht er hier? Keine Ahnung, wir haben ja gerade erst vor 5 Minuten, nein, nicht mal, vor 2 Sekunden mit ihm geredet. Hier ist niemand, wo nicht so noch ein bisschen nach, können wir woanders hingehen? Ja. QQ? Kuhlmann scheint sich richtig ins Zeug zu legen, es gibt nur ein Problem. QQ? QQ? Ja, dann ist sagen, dass sie von mir fernhalten. Es bleibt so nah bei Rio, dass es auch an den gleichen Stellen suchen könnte. Ah, es hier ist nichts. Kommt schnell zurück. Mann, er ist so ein Feigling. Aber er tut so, als hätte er das sagen. Ja, dann mal los. Nein, ihn in Ruhe lassen. Der war die Zuneigung zu verbessern wäre, wenn ich jetzt sage, nein, ihn in Ruhe lassen, oder? Ich überlege mich, etwas umzusehen. Geht doch. Okay, dann sollte ich mich auch umschauen. Das wird gefährlich werden. Bleib in Nähe, ja? Ja, ich weiß. Es ist schwer, mit Rio auszukommen, was? Kyuki! Es reicht, ich komm mit dir. Es ist besser, wenn er mitkommt, hilft, statt hier nur Angst zu haben. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich meine, immerhin ist er mitgekommen. Kamera? Irgendwas? Nö? Okay. Ist irgendwas Neues jetzt? Ich dürfte nicht unversucht lassen. Okay. Jups. Aber er bleibt bald nach der Schule. Okay, naja, was soll's. Gehe zum Bereich. Ach, jetzt kann er wirklich hier Schulbereich und Waldbereich sagen. Ah, was ist immer Waldbereich? Was ist der freie Kampf dort? Betamon. Naja. Ja, Schreineingang, Schrein, Waldnaher Schrein, Spinnlilienwald. Komm, machen wir ganz zum Abschluss nochmal, versuchen wir nochmal so ein verdammtes Fiez irgendwie mal auf unsere Seite zu holen. Das ist wie Pokémon, wir fangen alle. Außerdem braucht Pokémon, Patamon wollte ich sagen. Patamon braucht Erfahrung. So, zack. Zack. Und Pokémon noch. So. Agumon, Kunemon und Labramon. So. Wir haben 2 Versuche. Vielleicht ist er irgendwie mal überzeugt. Erstmal reden wir. Hey, was isst du gerne? Fleisch. Ich mag Fleisch. Das bringt 2 Punkte. Gute Frage. Ich weiß nicht auch, dass die Tage so langweilig sind. Was ist, wenn ich zum Gähnen mache? Boah! Gibt es bei ihm nur Antworten teilweise, die nur 1 Punkt bringen? 2 Punkte. Ja, das wird ja nicht funktionieren. Ah, jetzt 52%! Nope, immer noch nicht. Ich krieg das Vieh, glaube ich, niemals. Bleib stehen! Reden wir noch einmal. Manu ist echt stark aus. Gegen dich würde ich bestimmt verlieren. Sei selbstsicher, das gebe einen Gleichstand. Finden wir es raus. Ich will verlieren. Boah, finden wir es heraus? Nope, mag er nicht. Okay. Die erwarten wir bei ihm noch nicht. So, Fallgrube. Okay, Fallgrube ist schon das Beste. Oh, sehr gut.
So, jetzt komm, hier, Gasimon. Komm mit! Jedoch! Boah, endlich! Sehr gut. Und eine Flasche bekommen. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann war es auch schon mal für diese heutige Folge. Wir haben zuerst mal freies Umschauen gehabt, haben viele schöne Sachen bekommen und haben ein Patamon. Das ist eigentlich die beste Nachricht für heute. Wir haben ein Patamon. Und wir werden beim nächsten Mal gucken, ob wir vielleicht mal ein paar neue Gruppenmitglieder finden. Hier ist Saki Shuji. Und herausfinden, ob der Professor zerfleischt worden ist oder was auch immer mit ihm passiert ist. Alles klar, dann habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Je nachdem, wenn ihr es hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Ciao.